Ich bin die Susanne. Also meine Projektstelle ist EcoPro und im Gegensatz zu den anderen habe ich es nicht nach dem Abi gemacht, sondern nach dem Studium. Das heißt also, ich habe mein Studium schon abgeschlossen und wollte es vom wirklichen Berufsstart wollte ich einmal nochmal ins Ausland gehen. Ich bin Lea. Ich arbeite im Bamboo Research Center und im Mohanam Cultural Center in San Juvinegan. Der Denker am Werk. Ja, ich bin Flo. Gerade Abi gemacht in Deutschland. Wohne jetzt hier in Auroville, in der Lankopam, die meisten. Arbeite als Fahrer. Dran, los! Ja, ich bin Hannes, 26 geworden, im Oktober und arbeite vor einem Jahr im Wiederaufforstungsprojekt Savanna Forest. Ja, ich bin der Claudio. 20 Jahre alt geworden in Indien. Habe auch gerade mein Abi wie die meisten. Und bin jetzt hier in Indien. Ich arbeite im Tabarei Jugendzentrum morgens und abends und am Wochenende. Ja. Ich bin Mirella und bin jetzt schon seit 3 Monaten in Indien und arbeite in Swaram, einer Musikwerkstatt. Und ja. Clara und ich wohne in Alankupam und ich arbeite für dieses Jahr bei DIPAM, einem schönen Projekt für behinderte Dorfkinder, behinderte tamilische Dorfkinder. Ich bin die Caroline, ich komme aus, Heidelberg in Deutschland. Jetzt bin ich in Auroville und bin Freiwillige an der ICAM School. Ja, also ich bin Charlotte. Meine tamilischen Arbeitskollegen nennen mich sehr herzlich immer Charlotte. Ich arbeite bei DIPAM, habe deswegen auch relativ viele tamilische Arbeitskollegen, die mich so nennen. DIPAM ist eine Tageseinrichtung für körperlich und geistig behinderte Kinder und wohne natürlich in Kulapayalam. Mit Caro und Stefanie. Ich bin Kaspar, bin 19 Jahre alt, arbeite jetzt bei Sun & Future, habe dieses Jahr Abi gemacht in Hamburg und wohne jetzt mit Claudio und Flo zusammen in Alankopam. Also ich bin der Malte, ich komme aus dem schönen Freiburg im Breisgau. Ich bin in Vindara, das ist eine ökologische Farm,
und eine Community. Ich lebe dort. Ich arbeite 6 Tage die Woche in verschiedenen Bereichen, im Garten, neue Felder bewirtschaften. Und sonst, ja, ich bin 20 Jahre alt, hatte hier Geburtstag vor kurzem. Ich heiße Joy Kunjapu, bin halb Deutscher, halb Inder, wurde aber in Deutschland München geboren, habe dann ganz lange in Berlin gelebt und danach jetzt 7 Jahre in Brüssel, habe dort auch mein Gymnasium abgeschlossen und auch ein Jahr jetzt Kunst studiert. Aktuell hier an der Elbfähre in Glückstadt beträgt die Wartezeit in Richtung der Scharfen bis zu 1,5 Stunden und wegen des Lokführerstreiks fallen viele Verbindungen der AKL und der Schleswig-Holstein-Bahn aus. Das ist so krass, ey. Ich weiß auch gar nicht, was da zum Schluss spielt. Linke, Susanna, Susanna, Eli, Jen Periclava. Juan, Wittike, Polama, Jen, Wittike, Polama. Matasasa. Adupariya Peel. Adupariya Peel. Nochmal. Adu. Wie viele Aurovelianer leben in Aurovel? 1, ca. 2500. 2, ca. 3000 oder 3, 3500. 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr jetzt. Yeah! Wollen wir zum Thema Bodybuilding? Ich dachte zum Thema Verkehr. Stehen und dann den Fuß drehen vorne. War's gut? Bald kommt es zum Abschied. Man ist schon aufgeregt. Gerade weil man irgendwie nicht weiß, was bevorsteht. Ich weiß auch, dass ich es erst realisieren werde, wenn ich dort angekommen bin. Ich will da eigentlich gar nicht so dran denken. Ich glaube, das wird ganz schön, aber auch wahrscheinlich ein bisschen surreal. Ich bin auch so der Mensch, der jetzt nicht so die großen Abschiedsszenen macht, weil ich einfach das in dem Moment eh nicht realisieren kann. Malt sich da so Dinge aus, dann kommen sie doch ganz anders.
gerade trübt eigentlich gar nichts meine Vorfreude auf Indien. Und also für mich ist es ja einfach auf baldiges Wiedersehen sagen. Und ich bin halt nicht so der Abschiedsdramatiker. Ich sehe halt so, was kommt. Ich versuche jetzt nicht hektisch irgendwie noch tausende Termine zu planen und alle Leute abzuklappern. Wenn man dann weg ist, ist man weg. Ich freue mich einfach auf den Zeitpunkt, wo ich im Flieger sitze und alles erledigt habe oder hoffentlich größtenteils alles erledigt habe und dann einfach losfliege. Ja, cool. Dann vielen Dank an euch und ich wünsche euch einen guten Flug. Fall erinnere, ist, als wir gelandet sind in Chennai und durch die Gepäck, also erstmal durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind, wo du dein Gepäck einfach auf so ein Fließband geschmissen hattest und durch so ein Kontrollteil gelatscht bist und du das Gefühl hattest, das hat alles gar keinen Strom und das macht überhaupt nichts, einfach nur zur Show da. Und auch die Security-Leute ganz entspannt so, ja, geh mal weiter. Das fand ich ganz schön, sehr sympathisch, nicht so westlich. Und dann, als wir rausgekommen sind und dann einfach so von diesem total klimatisierten Flughafen du auf die Straße trittst und so das Gefühl ist, als würde dir die Hitze in die Fresse hauen, so. Fand ich ziemlich krass, also ich bin da echt erstmal wieder zurückgetaumelt, weil mich das echt umgehauen hat, nachdem man die ganze Zeit in Fliegern war, wo es ja auch eher kalt ist. Man ist da echt durchgelaufen, wie so ein Tier im Käfig hat man sich gefühlt. Und ich weiß noch, ich bin nur noch den anderen einfach hinterhergelaufen und die haben dann irgendwie unsere Taxifahrer, die jetzt zum Glück von EBI Deutschland, glaube ich, organisiert wurden, haben die dann gefunden. Und dann haben wir nur noch geschaut, dass wir alles Gepäck und uns in die Taxis verstauen konnten und sind dann losgefahren. Und Charlie, wie geht's dir? Ja, also von Linksverkehr sehe ich irgendwie nur so halb was. Ansonsten ist die Geräuschkulisse sehr toll. Also wir haben jetzt ungefähr 1 Uhr indische Ortszeit. Also in Deutschland ist es ungefähr 8:30 jetzt. Wir sind jetzt seit mittlerweile gut einem Tag unterwegs und befinden uns jetzt im Taxi nach Auroville. Die Fahrt ist bisher recht abenteuerlich, aber wir sind jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie alles sein wird, wenn wir ankommen.
sitting on my bed. You got the thing in the moment that I love. Gerade die erste Taxifahrt vom Chennai Flughafen nach Auroville kam mir eigentlich vor wie im Traum, weil alles so viel auf einmal war, dass man es überhaupt nicht wirklich realisieren konnte. Aber es hat sich auf jeden Fall indisch und es hat sich gut angefühlt. Ich bin dabei. Du kannst was sagen. Hallo! Er war Surf, Military, Navy, ja, natürlich. Was soll man denn bei Identification Marks hinschreiben? Hä? Also die ersten, weiß ich nicht, 10 Tage oder so, waren wir ja alle zusammen in 2 Gästhäusern untergebracht und waren ganz viel zusammen unterwegs, sind mit dem Fahrrad durch Auroville gekurvt, haben uns schwitzend akklimatisiert beim Fahrradfahren und haben, ja, und uns wurden verschiedene Plätze in Auroville gezeigt, was ich eigentlich echt gut fand, einfach um so ein bisschen einen Einblick schon mal zu bekommen. Ja, das geht hier so ein bisschen durch den Wald durch, dann kommst du hier runter und irgendwann auf der rechten Seite, da ist irgendwo hier, das ist das Gebäude des College. Weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Geil. Nicht mit Kasparan. Stimmt. In there, then they germinate in the bark of the tree, and then they grow around the tree. And you'll see a lot of, like the one by our kitchen has a palmyra tree right in the center of it. But most of these would have originated around the palmyra tree, and the palmyra tree which would have. Voll geile Bewegungsunschärfe mit der Zunge. Die machen die immer so voll spitz, das ist voll lustig. Echo! Ja, ist ein bisschen arm. Echo-Test! Ja. Basilikum. Ist es Holy? Aber nicht Basilikum. Wie Minze. Das ist Pfefferminze. Mhm. Das ist nicht nur wie Minze, das ist Minze. Passion fruit flower, you can see it. Very beautiful on the up there. This is called cheese fruit, and there's a cheese fruit, and there's another one over there. They get about cheese fruit. Some people call them egg fruit. They get about this big, and they look like boiled egg yolk. When you boil an egg, you've got the hard part in the middle. Mm-hmm. It looks like that, but very sweet. It tastes like cheese or something? No, it doesn't taste like cheese. I don't know what it tastes like, but not like cheese. It only looks like cheddar cheese, but nothing else. Zeig mal. Ich bin nochmal oben mit den beiden Mangos in der Hand. Und auch so ganz proud. Okay, jetzt fallen wir bestimmt um. Geborene Mangobauer. Ich finde es voll schön hier mit den ganzen Wassergräben. Eine Schlange. Ein Jahr, wenn du mal in der Einkaufszentrum gehen willst.
Oh, no, 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 no,
Scheiße, es hat geleuchtet. Ah, nein, es hat voll. Hat der Bademeister wieder nicht auf die Stoppuhr Yeah.